So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Metin 2. Und zuallererst möchte ich mich die umfangreichen Bedankungen für umfangreichen Ratschläge bedanken. Und ich werde jetzt hier bei den Bogies, Sekunde mal, bei den Bogies hier anfangen, weil die einfach mehr XP geben. Außerdem kann man hier, glaube ich, auch Schlangenschanz plus droppen, soweit ich weiß. Oh, die gehen ja ganz zügig. Gestern hatte ich auch Glück. Da hatte ich so eine XP-Boost-Stunde. Wo ich einfach 50% mehr XP bekommen habe. Wenn man natürlich dann... Shit. Irgendwie Bug oder so. Wenn man natürlich sowas kombinieren kann und nutzen kann, dann sieht es schon gut aus. So, jetzt müsste ich eigentlich kurz auf mein Aura warten, oder zumindest, dass ich wieder ein bisschen mehr Leben hätte. So. Ja, Aura ist doch dafür sehr praktisch. Ich habe ja immerhin schon wieder 32%. Die kommen ja nicht von ungefähr. So, ich versuche es nochmal neu, ohne dass es laggt, hoffe ich jetzt mal. Und das geht mir übelst auf die Nerven, so Lags beim Aufnehmen. Weswegen ich dann öfters sterbe oder so, geht gar nicht. Und dann als erstes muss ich mir den Bogie vornehmen. Nein, was ist denn hier los? Sterbe ich denn immer? So. So, ich bin jetzt wieder hier. Und jo. Es laggt ja immer noch extrem. Ich weiß nicht wieso, ich mache mal meinen Bildschirm. So, ich habe das Fenster etwas verkleinert und die Lags sind endlich weg. Ich weiß auch nicht, an was lag, aber jetzt. Ich nehme an, dass es halt von der Auflösung dann einfach zu extrem eingeschränkt wird. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu sehr, ja, zu beschissen aussieht in YouTube, aber man kann es auch nicht ändern, ne? Ja, ich habe jetzt die Hälfte von 25, bin eigentlich super zufrieden. Hätte gar nicht gedacht, dass das so ratzfatz geht, ne, also. Vor allem ohne XP-Ring, da echt locker flocke ich hier hoch. Ohne die geringsten Probleme eigentlich. Ich bin auch schon freundlich. Ja, das geht eigentlich schon richtig easy peasy, möchte ich jetzt mal sagen, ne? Und ja, ich, wie gesagt, ich habe jetzt hier wieder das kleinere Fenster wählen müssen, die 800 irgendwas mal 16 Auflösung, weil sonst habe ich schon größere Lags oder keine Ahnung, ist unterschiedlich. Ich müsste die Grafik einfach ein bisschen herabsetzen, aber ich muss es mir mal anschauen. Und ja, wie ihr seht, ich verkaufe hier den hier. Verkaufe ich, habe ich getroppt. Und ja. Ansonsten gibt es nichts wirklich Neues, außer dass ich jetzt sterben werde. Klar. Das war klar. Und ich habe mein, das habe ich noch gar nicht erzählt, mein Sub auf plus 9 gehabt. Das war echt der Hammer. Ich habe es nicht geglaubt, aber ich habe es. Ich filme es ja eh mal nicht, wenn ich irgendwas ab. Aber
Das war echt eine kleine Sensation. Ich habe es dann beim Juwelier hochgezogen. Plus 8 hatte ich schon eigentlich ein mulmiges Gefühl. Dann wäre es doch plus 9 gegangen. Und ja. Ich würde es ja mal interessieren, wie viel es jetzt wert ist plus 8, plus 9, ne? Ich schätze mal so 70.000 würde ich mal. 70 Millionen. Auf jeden Fall gut, da habe ich das erste wertvolle Item. Ist ganz gut. Und ja, das würde ich tauschen gegen 2k TP Schuhe. Nach Möglichkeit, keine Ahnung, Level 29 oder so. Aber erst wenn ich dann Level 29 bin, davor lohnt sich's für mich nicht. Und 2k TP Armband. Oh ne, jetzt schiff ich ja schon wieder. Ja gut, 55% ist nice, da kann man nicht meckern. Also bin ich echt mit zufrieden. Und bei dem 40er habe ich ja hier noch das Stammpfeifbier gedroppt. Aber den habe ich auch nicht gefilmt. So. Wie gesagt, ich werde jetzt pro Tag versuchen. Na, ist schon ein, also eins auf jeden Fall. Und nach Möglichkeit auch mal noch ein zweites. Ah, shit, jetzt muss ich konzentrieren. Video zu produzieren. Das ist erstens alles in allem das Projekt vorangeht. Und zweitens hier auch schön was zu gucken habt, ne? Das ist ja langweilig. So, und jetzt wird sich konzentriert. So. 75% mache ich jetzt hier noch. Und nochmal vielen Dank für den Tipp, dass ich hier leveln sollte, weil... Aber hallo, das geht hier auf jeden Fall schon mal viel besser. Als Map 2.